guess you're popular enough to selfie with. Yeah. Okay, yeah. Oh, okay, then. Okay, wie weit so rum der Körper sonst sieht. Hey, can we take the shot? Das ist. Muito bene. We're friends now, I guess. Ah, die Fresse. Okay, we can get a selfie together. Cool, we follow each other now. Such a thing. It's just so mean. Keine Spur von Scrambles im Park, aber ich habe eine Idee. Mal sehen, ob ich recht habe. Hey, kid, you know anything about this? Somebody's keying my wife's car at night. It's happening every night. I thought it was just one of you damn kids, but well, here, come here, take a look at this. Whoever's scratching the car is also leaving notes. I'm just scared it's a jilted lover or something. You won't forget me that easy. I thought we had something. I'll tell the world about you, bitch. Listen, I'm sick of having to buff this shit out. If you can catch whoever's keying my wife's car tonight, I'll follow you on Coonstagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. Alles klar. Das heißt, du willst eigentlich auch in der Nacht raus? Ja. Yeah. Das ist geil. Eigentlich hier, guck mal, das ist so ein Laufband für einen Speedster wie mich, ja, keine Herausforderung. Boy, Billy, you sure are getting big. I need a Jimmy from my Peter, Billy. Can you get me a condom? Okay. No way, Kurt. Your follower count is way too low. I gotta protect my hashtag brand. Alles klar. Sorry, du Model. Sag ich dir aber Tampons. Crafting. Oh, Crafting installiert. Da geht da. Dann müssen wir so. Die Crafting App ermöglicht dir verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinem Abenteuer findest. Oh, Gegengift mal 2, voll Crafting Rang 5. Ah, da müssen wir in Level aufsteigen, muss man Sachen craften. Dann herstellen, nur Gegengift. Ja, Mann. Okay, mehr nicht, aber das ist schon mal geil. Kleiner Crafter. Finde ich denn hier irgendwo ein Kondom? Stan, hast du Kondome bei dir? Oh, shit. Hier so Captain America, ne? Der Schild. Wenn die Schlussnachricht ist also noch Schrott. Oh, der Arme. Okay. Mal sehen, was wir damit später anfangen. Jetzt ist alles immer gesperrt. Wollen die mich nicht da drin haben? So, haben die denn Kondome? Ich brauche Kondome. Sie hab ich Kopfbedeckung. Ja.
Die muss doch Kondom haben, die ist auch eine Nutte. Hab ich gehört. Die ist nicht mehr in den Nice Affair, der hat auch bestimmt eine Menge Freunde, die mehr von ihr wollen. Oh Mann. Hat keiner hier ein verdammtes Kondom dabei? Hope you brought me something good, Billy. I need a Jimmy from my Peter, Billy. Can you get me a condom? Okay, wo kriegt ein Kondom her? Stan? Gotta come at night. Whoever's Randy? Doing this shit is waiting till dark. Jetzt hab ich den Stan mit Randy mal natürlich. Ah, I see you've made it to the Palace of the Clouds. That's home base to humankind. Perhaps you can find him inside. Vielleicht. Später. Okay, bevor ich da so reingehe, mache ich einen kurzen Aufnahmestopp. Guck mir alles an, ob das schön gelaufen ist. Ich habe ja schon vor irgendwie nur so eine halbe Stunde aufgenommen. Jetzt habe ich schon anderthalb Stunden oder so aufgenommen. Naja, würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Macht's gut. Tschüss. Hallo Leute, ich wollte mich noch kurz entschuldigen dafür, dass jetzt ein paar Tage lang kein South Park kam. Ich hatte nämlich Probleme mit der Audiodatei, dass die sich nicht abspielen und musste irgendwie noch umkonvertiert werden, hat mir Mario geholfen. Nochmal danke dafür. Und ja, ich war noch ein bisschen anderweitig beschäftigt und hatte dann weniger Lust auch. Aber es hatte mich schon ein bisschen genervt, so 4 Stunden Audio. Also ich hätte 4 Stunden jetzt aufgenommen, 4,5 Stunden. Und dann waren 4,5 Stunden Audio weg. Temporär weg. Ja, aber jetzt läuft alles wieder, wollte ich noch kurz noch sagen. Und es läuft alles wie, sollte alles wie gewohnt weiterlaufen. Da sind wir wieder zurück nach der Pause, also der Aufnahmepause. Und ja, ich war jetzt schon mal gerade im Garten, hab hier ein bisschen mich umgeschaut. Ich bin im Garten des Humankinds, wie man unschwer erkennen kann. Und naja, hab ein bisschen das Haus gesichert, ob da alles in Ordnung ist. Ja, ist alles in Ordnung. Und dann würde ich sagen, dann teile ich kurz noch was raus. So. Das müsste auch wirklich alles stimmen. So. Und ja. Perfekt. Nee, wir sind super nett. Der erste Fernseher ausgeschaltet. Okay, jetzt geht's los. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn! Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Du hast mich in meinem Superheldenkostüm vielleicht nicht erkannt. Ich bin's, Kyle. Ah, so.
Ich dachte, du wärst Cartman. In einer noch anderen Verkleidung, was weiß ich. Ja. Jetzt hat's mal gesehen, ich spiele in der deutschen Synchro jetzt mal. Der andere Human Kite ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle! Ich bin wieder da! Oh mein Gott, Human Kite 2. Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Human Kite. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Human Kite. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Human Kite. Ich sag, warum können wir nicht beide Human Kite sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Human Kite sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden-Spielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Oh Gott, wir siegen den alternativen Human Kite. Kampf starten. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner oder nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Okay, schlagen wir ihn einfach mal erstmal in die Fresse, würde ich sagen. Okay, ja, Würde ich doch sagen. Attacke, ne? Musstest du so fest zuschlagen? Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Ich weiß halt noch nicht ganz, wie die ganzen Kontakte, wie die ganzen Attacken gehen. Also mal mit B. Er spielt mit Leute Pause. Mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Rennen und für den letzten Ziel einen Rückstoß zu. Hey, Drachen gehen leicht kaputt. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? What? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Also, sag mal. Zeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Ein Scheißdrück brauchst du. Ich futze dir ins Gesicht, oder? So, Ach so, das. Ach ja, das ist das. Ja. Soll ich zweimal angreifen? Okay, Vorsicht! Human Kite aus dem alternativen Universum ist unberechenbar und gefährlich! Okay, nochmal. Ach so, ich muss. Na, muss es richtig timen. Das time ich falsch. Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Oh mein Gott! Ich muss es richtig timen. Komm. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat doch einen großen ideellen Wert. Alter, Human Kite ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. What? Oh, wie unfair. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Ach, den macht dir sowas von kalt, ey. Dann mach ich das Trick nochmal. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat. Also bin ich jetzt dran.
Willst du mich verarschen, du schummelst? What? Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Alter, ich schaff dir sowas von in die Fresse, Junge. Ich will meine Vorerkrankungen nicht noch verschlimmern. Vorsicht, ich trage eine Brille. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Ja. Alter, ich hab ihn sowas von fertig gemacht. Oh, oh Gott, ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe draufschmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Ja, wie jemand kalt. Nehmt beide. Drogenfläche, ein wichtiger Gegenstand. Oh Mann, ich will wieder nach oben hin. Wie war das nochmal? So. Das kann ich doch bestimmt abziehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich mach doch. Ja. Ich, jetzt hab ich's drauf. Bin ein enthusiastischer Klonmeister. Ich muss, hat ein bisschen was gebraucht, aber jetzt hab ich's drauf mit dem Scheißen. Da. Oh, Ike. Wer bist du? Selfie machen? Yeah, kick the baby. So. Woohoo! Die haben ein Bild gemacht. Oh. Wer bist du? Ich bin der Neue. Das sehe ich auch mal, du darfst nicht. Okay. Oh, Influencer Level. Mein Influencer-Level steigt. Ach ne, warte mal. Ah ne, ich wollte gerade ein Bild mit Human Kite machen, aber der ist ja schon ein Follower. Ich habe die Kite-Basis fast fertig, das wird super. Na, die gucke ich mir nochmal an. Oder hat, also, vielleicht hat er jetzt was dran gemacht. Vielleicht kann man jetzt irgendwas halt damit machen. Konnte ich gerade eben nicht. Nipp. So, du.
So, das war er nun. Unser erster epischer Superheldenfight und wir haben ihn mit Bravour bestanden. Wie es wohl dann weitergehen wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge. So Leute, das war's mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen.